So Leute, willkommen zurück. Wir gehen zurück zum Heldencomputer. Nachdem wir im letzten Part die beschissenste Mission im Spiel gemacht haben. Und zwar wirklich, Nero war dabei. Und wir haben erfahren, dass wir jetzt minus 20 Sekunden Mittagspause haben. Wenn ich weiß, nicht dabei ist, ja. Seht euch den verfickten letzten Part an. Der war einfach nur genial, der letzte Part. Ja. Allein wegen dem, was Mr. Krabs gesagt hat. Ja, der Mittelteil war langweilig. So, wo war denn der Heldencomputer? Der Heldencomputer war dort. Oh mein Gott. Bam, badabam. Was ist los? Ich habe wieder die Kontrolle über das Sicherheitssystem. Hier ist deine Belohnung. Geh nun zu Meerjungfrau Mann. Er befindet sich im Bösewicht-Isolationsgebiet. Du hast alle Überbrückungsschalter gedrückt. Betätige nun den Hauptschalter. Werde ich machen, Computer! Euer goldener Pfannenwende. So schnell geht's und schon haben wir den ersten in dem Part. Damit fehlt nur noch einer in der Welt und ein Socke in der Welt. Wir können zum Bosskampf. Bosskampf jetzt? Nee. Oh. So, wo war der, wo war der jetzt, den wir gerade gemacht haben? Keine Ahnung, ich hatte gestoppt. Die Stromgeneratoren, nee, so hieß der sicher nicht. Erkundet den Sicherheitstunnel auch nicht. Bring den Ball ins Rollen. Das klingt doch vielversprechend. Dann warf ich mich mal dorthin. Denn da hinten war noch was. Da war noch ein kleines Gebiet. Das will ich schon noch untersuchen. Uns fehlt ja noch ein Socke. Und ich hoffe mal, dass wir den noch finden. Ein Socke. Ich kann mich nicht dran gewöhnen. Okay. Mit den Socken wird's wohl nichts. Ja. Wo der ist? Keine Ahnung. Ich werde auf Screen nachgucken. Und werde ihn dann am Ende des Parts hoffentlich einblenden. Und nun betreten wir das Bösewicht-Isolationsgebiet mit einer Cutscene. Hoffentlich. Nun, das Sicherheitssystem ist ausgeschaltet und wir hatten ein gutes Check-up. Ein Hoch auf die Gerechtigkeit in all ihrer Pracht! Tja, Schwammjunge, du hast auch die Stromversorgung des BIS gekappt. Dem Bösewicht-Isolationssystem. Ist das schlecht? Riecht Meerjungfrau Mann nach saurer Milch? Ja, ja, das tue ich. Oh nein, es sieht aus, als ob ein Bösewicht entkommen ist. Was ist ein Bösewicht entkommen? Ein Bösewicht auf freiem Fuß? Wer ist es? Der Teufelsrochen? Die Atomflunder? Die dreckige Luftblase? Nein, noch schlimmer. Es ist ein Erzfeind. Sein Erzfeind? Killergarnele. Die Killergarnele. Hat jemand gerufen? Oh, die kenne ich gar nicht. Superhelden sehen, aber nun sehe ich nur knorriges altes Treibholz. Killergarnele, ich werde dir niemals vergeben. Was hat sie denn getan? Das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Er hat Meerjungfrau Manns weiße Wäsche gewaschen. Mit einer roten Socke. Alle meine Sachen wurden pink. Pink. Wie schrecklich. Ich dachte, Pink würde dich schön machen. Wirklich? Sicher. Schön blöd. Was ist dieses gelbe Ding? Ein Schweizer Käse? Ich bin kein Käse, ich bin ein Schwamm. Das ist ein zellularer Unterschied. Ein zellularer Unterschied. Ja, ja. Danke für die Klarstellung, Dr. Schwamm. Bis dann, Pinky. Bei den sieben Meeren. Ich werde nicht eher ruhen, bis du wieder gefangen bist. Aber vorher muss ich mich in meine geheime Identität verwandeln. In den Meerjungfrau Mann. Du hast keine geheime Identität, du alte Identität, du alte... Du solltest dich um die Killergarnele kümmern. Ich kümmere mich um ihn. Kümmere mich um ihn. Meerjungfrau Mann. Okay, beim Ende waren jetzt ein paar Sprachfails. Auf jeden Fall will ich Nero noch eben erzählen, der hat ja nichts gehört. Die Killergarnele hat Meerjungfrau Manns Sachen gewaschen. Mit einer roten Socke. Alle Unterhosen wurden pink. Oh
Ich sag nur die reine Wahrheit. Und ich sterbe. Das klingt nicht sehr toll. Ach, das ist so böse. Komm, dann starten wir nochmal neu. So, let's go. Dramatic Boss Fight. Wie verletze ich den Typen? Ich habe ihn getroffen. Okay. Also zuerst ausweichen und dann treffen. Wie es aussieht. Autsch. Autsch. Schlecht. Ah, schlecht. Ah, schlecht. Scheiße, ich will nicht nochmal sterben. Auf jeden Fall ist der Bosskampf schwerer als der Arealboss, Leute. Das will ich schon mal sagen. Und das will was heißen. Ich weiß nicht, gab es da eine Folge mit der Killergarnele? Ich habe da gerade überhaupt keine Ahnung. Also Nero kam sie nicht bekannt vor, mir ja auch nicht. Der ich kannte den Namen schon, den Namen kannte ich. Die! So, dann kommen hier wieder zwei Robos. Ah! Die, Robo! So, einmal... Nein! Böser Robo! So. Nein, jetzt fängt die wieder an. Und ich fall runter. Ja, nee, runter halt immer du, das Publikum. Ich konzentriere mich mal eben auf den Bosskampf. Baum. Wisst ihr, was ein Baum ist? Bäume sind ganz toll. Bäume machen Sauerstoff. Stirb. Stirb. Stirb! Nein! Stirb, Junge! Und dann treffe ich ihn nicht. Das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Alter, hier ist doch gerade so ein gerader Strich. Mach doch! Schieß! Und dann fängt er wieder an. Wow, ich bin so gut, ich treffe ihn nicht mal einmal gerade. Nicht euer Ernst. No. Das langweilt. Geil, getroffen, okay. Jetzt geht's los. Der Roboter ist runtergefallen. Ah. Ja, okay, toll, super. Oh, das ist aber auch so ein stressiger Bosskampf. Gleich nochmal, es macht so Spaß. Du wirst mich niemals bekommen. Meine Unterhosen wirst du nicht waschen. Die. Au. Au. Alter, mach mich da gerade aggressiv! Boah, ich habe wieder zwei Unterhosen. Geil, geil.
Nein! Ah! Ah! Ich kann nicht viel zum Kopf sagen, ich hab ein Stoppbild wieder. Ich bin gerade wieder gestorben. Der Kampf ist auf jeden Fall total schwer. So viel steht fest. Krass sehen. Mini-Bosskämpfe sind immer total schwerer als Endbosskämpfe, meiner Meinung nach. Seems nett. Hallo? SpongeBob, triff ihn! Alter! Okay, stirb. Hat keinen Sinn, du bist zu dumm für das Spiel einfach. Wir hätten Patrick nehmen sollen. Langsam werde ich aggressiv, aber nur langsam. Die! Oh, warum kann man ihn nicht treffen am Anfang gleich? Warum kann man ihn eigentlich nicht immer treffen? Erst wenn der seinen beschissenen Laser hier fertig gemacht hat, dann kann man ihn treffen. Das ist so sinnlos. Die! Okay, ich muss also immer auf die richtige Spur achten, wie es aussieht. Da, wo ich ihn dann am besten verletzen kann. Das ist so ein Bosskampf. Extra für kleine Kinder gemacht, würde ich sagen. Genau, super einfach. Ah, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich will aber weiterleben, weil SpongeBob toll ist. Nee, nee, nee. Ich will zwei Unterhosen. Dankeschön. Drei wären natürlich noch toller. Aber zwei sind auch schön. Hallo? Wie lange willst du noch deinen scheiß Laser machen? Stirb, Killer-Garnele! Geschafft. Das ist das Ende der Killer-Garnele. Frankie. Mein Name ist SpongeBob. Hier, ich habe dies neben einigen pinken Socken in meiner Schublade gefunden. Es ist ein goldener Pfannenwender. Danke, Meerjungfrau Mann. Ich werde stets nach deinem leuchtenden Vorbild leben. Lass Güte und Herzlichkeit. Bist du immer noch hier? Okay. Wir erhalten den letzten Pfannenwender in der Welt. Und Meerjungfrau Mann hat uns Frankie genannt. Gut. Das ist schön. Wie viel Zeit ist noch, Nero? 1 Minute 20 Sekunden. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Bikini Bottom wieder. Wenn ich den letzten Socken habe. Bis gleich. Jo Leute, ich bin jetzt hier ohne Ziegelstein. Er ist gar nicht so schwer versteckt. Wir müssen das hier deaktivieren und dann müssen wir das Teil hier drehen. Sorry für die Bugs, aber wie gesagt, das ist Emulator und da kann man nicht so viel erwarten. Aber ich liefere euch ja immer in HD und wir müssen das jetzt hier im Kreis drehen einmal. So. Noch ein bisschen. Noch ein Stück. Und da sehen wir einen Banshee-Haken. Auf den springen wir und... Race Test! Damit haben wir die Welt komplett. Wir gehen zurück nach Bikini Bottom. Und, hallo Bikini Bottom. Wow, SpongeBob, du hast ja welche gefunden. Nun sind sie wieder da, wo sie hingehören. Hier ist dein goldener Rückenkranz. Pfannenwender. Ich kann kein Italienisch. Und das nächste Mal, also nachdem wir den Boss besiegt haben, können wir, glaube ich, auch alle Moves, die es in dem Game gibt. Bedeutet, wir können endlich die fehlenden, Dinger nachholen. Also hier gibt es noch zwei im Bikini Bottom, die können wir dann auch nachholen.
Quallenfelder gibt es noch zwei hier, haben wir alles. Da können wir dann den letzten Pfannenwender nachholen. Hier fehlt einer, da weiß ich es gerade nicht, wo der ist. Ja, und ansonsten haben wir eigentlich alle. Also Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir den Boss-Fight. Und ich bin gespannt, wie es dann im Bikini-Button weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss.